So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten Teil von Metin 2. Mit dem Maso geht es munter weiter. Ich habe mich ja letzte Folge geäußert, indem ich gesagt habe, dass ich noch den Battle Pass einmal zeigen möchte. Und habe mich auch. Ich bin fleißig dabei, den Battle Pass zu spielen tatsächlich. Ich habe die ganzen Bosse, also Razador und Jotun und ZR Jotun und EW Jotun und bla bla, hast du nicht gesehen. Alle gemacht und bin also munter dabei, das noch zu machen im Moment. Und ich habe sogar den Zodiac gelaufen, also auch seit Jahren den Zodiac nicht mehr gemacht. Und mit Masu war das echt geil, muss ich sagen. Also, wenn du erstmal in der Boss-Ebene bist mit dem Masu, dann kann ich mein magisches AW-Equipment auspacken, genauso wie bei der Hydra, und einfach meine Skills reinknallen. Dann ist die Kanone auch völlig egal. Das war echt cool. Also, hat echt mal wieder Spaß gemacht, die ganzen Bosse zu laufen. War sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall dazu, ein kleiner Mini-Zwischenstand, nachdem ich die ganzen Bosse gemacht habe, dass wir dann bei 2800 Battle Pass Erfahrung waren. Ja, konnte ich mir also schon mal ein bisschen was daraus ziehen. Ich glaube, aktueller, kann ich ja schon mal spoilern, jetziger aktueller Stand sind fast 5000. Ich bin, glaube ich, ungefähr bei der Hälfte an Battle Pass Erfahrung, also da fehlt noch einiges. Mal gucken, wann ich komme. Ich spiele einfach nebenbei, wenn ich lustig drauf bin, dann hole ich mir natürlich, also dann versuche ich die ganzen Quests natürlich zu absolvieren. Denn ich würde gerne das 7 Tage Autojagd-Pad noch mitnehmen, was es da drin gibt. Also mal schauen. Ja, ZR, Jotun auch gemacht. War auch relativ easy. Das war auch entspannt. Und damit ja, war das mit den ZR und EW-Runs quasi, war es auch schon fast schon wieder, weil die anderen EW- und ZR-Runs sind extremst schwierig. Ja. Dann habe ich nochmal einen Ex-Onyx gedreht mit 81 Flammen, die ich in die Hand genommen habe. Diesmal habe ich es auf Yohara gemacht, denn da habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Diesem auch GF++ in den Chat natürlich, ganz klare Kiste. Mal gucken, was bei rumkommt. Wir brauchen einen perfekten, meine Freunde. Krit und reflektieren. Ja moin. Tschüss. Und das war es auch schon wieder mit 100 Wunden oder so. Ja, gut. So ist es halt. Ich hätte wirklich gerne nochmal richtig vernünftigen Onyx, aber egal. So, weiter geht's. Dann habe ich noch Spinnbaroness gemacht im Stream. Das habe ich aus dem Stream gecuttet, deswegen sieht das ein bisschen so komisch aus. Witzig war auch einfach dadurch, dass ich die alle Eier heruntergehauen habe, einfach fast 900k dunkler Stein auf die Spinnbaroness. 900k. Boom. 807 oder 77 oder irgendwas, keine Ahnung, was das war. Ja, kurzer Live-Part. Ja, nach da oben links ist mal ganz wichtig. So, wir ziehen drauf. Und dann machen wir direkt so. So, erst hat schon mal gefailt. GF Plus. Moment, wir müssen im Gaul aufsteigen. 60 von Schiss. Wir müssen eine hohe Zahl würfeln. Eine hohe. Nicht eine niedrige, eine hohe. Eine sehr hohe, komm. 2 kommen, okay, passt. GF Plus. Mach bitte GF Plus in den Chat, geh auf 10. Ja, ich habe fast vergessen, dass ich da einen Live-Part drin habe, deswegen musste ich ganz schnell aufhören zu reden. Sorry dafür. So, nachdem das dreimal gefailt hat in dem Stream, was ich hier reingeschnitten habe, habe ich nochmal, also ich hatte durch den Bogen habe ich ja noch 350 Won bekommen. Und die habe ich jetzt nochmal in die Waffe geknallt. Das heißt, ich habe hier wirklich nochmal 350 Won in die Hand genommen, um mir Waffensteine zu kaufen. Ich glaube nicht, es fehlt so oft, es ist so massiv, wie viel Geld da flöten geht. Das ist so krass, so heftig einfach. Ja, nächster Versuch. 2 haben wir, glaube ich, noch. Mach ihn doch einfach mal plus 10. Ich muss es plus 10 haben, los. Hat auch gefailt. Der letzte Versuch und hat auch gefailt. Das heißt, wir haben... Ja, es hat einfach so wehgetan. Nach diesem Clip habe ich, glaube ich, eine halbe Woche Pause gemacht. Hatte ich erstmal keinen Bock mehr. Ja, es ist einfach massiv, wie viel Wunderflöten geht durch dieses Waffegabe. Ich glaube, das muss ich erstmal pausieren, weil das ist einfach, keine Ahnung, massiv momentan, wie heftig das fehlt. Ja, wie ihr sehen könnt, knappe 4500 Champion. Ach, immer Champion. Battle Pass Erfahrung, so rum, die ich da jetzt schon habe. Also relativ gut.
Mal gucken, wann wir da kommen. Da Schmuckstatue habe ich auch noch tatsächlich. Also läuft. Ganz nice. Ich viel mal da. Also einige Sachen, die sind ganz nett, die ich da rausziehen kann. Das ist ganz nice. Da werde ich also noch hier und da noch mal ein bisschen questen. Auch die wöchentlichen Quests immer machen natürlich, dass ich die Erfahrung da mitnehmen kann. Und dann hoffentlich auch die Endbereiche, sage ich mal. Also die wichtigen Loots da raus mitnehmen. Loot, LUD, genau. So. Klar, einige Quests natürlich ein bisschen sehr heftig, wie zum Beispiel Alastor und hier Schlangenrun und so weiter. Das ist natürlich, ja gut, wahrscheinlich nichts erstmal in der nächsten Zukunft, weil ich jetzt noch nicht so weit bin, dass ich das machen kann. Genauso wie die WNZR-Runs, die noch fehlen. Also Jotun ist ja easy, aber die anderen sind natürlich sehr, sehr hart. Vor allem so als Masu, also Drache ist als Masu definitiv schwierig, denke ich mal. Und Rasador könnte klappen, weiß ich nicht. Aber eigentlich habe ich auch keinen Bock. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt viel gespielt und jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal mich auf andere Sachen konzentrieren. Ja. Dann haben wir nochmal einen Enigma-Run gemacht. Enigma-Run. Ich habe glücklicherweise durch eine Söldner-Quest die Rolle bekommen. Das passt mir natürlich hervorragend für die Battle Pass-Quest. Schließe einmal Enigma-Tempel ab. Habe ich natürlich gern gemacht, ganz fleißig. Also war relativ easy, muss ich sagen. Ich habe ewig keinen mehr gemacht. Das letzte Mal war ich vor 2 Jahren oder so. Oder 1,5 Jahren. Das war auf jeden Fall eine ganze Zeit her. Aber es ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht. Ein Jahr, 1,5 Jahre. Auf jeden Fall war das noch mit einem. Nee, müsste ungefähr ein Jahr her gewesen sein. Also, ja, auf jeden Fall fühlt es sich auf jeden Fall sehr lange an, dass ich das letzte Mal das gemacht habe. Das hatte ich auch offenbar in einem Stream gemacht. Da kam ich sogar in die geheime Ebene zum Zeigen. Das war das erste Mal, dass ich es gemacht habe. Und ja, habe ich also einmal abgeschlossen. Und falls ihr das mal sehen wollt, ich glaube, ich habe einem VOD habe ich den gesamten Run einmal gezeigt. Sogar mit Geheimraum etc. Da könnt ihr mal die VOD rein angucken. Übrigens finde ich es nice, dass die VODs, also die Twitch-Streams, die ich auf Twitch, auf YouTube hochlade, auch noch gut geguckt werden. Und dass es auch dass es die gibt, habe ich glaube ich öfter schon mal gesagt. Finde ich gut. Jawohl, so. Wie gesagt, Run einmal gemacht. Dass wir ihn abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, warum ich das so lange reingekantet habe, dass ich da so lange rumstehe. Bisschen doof gekantet, egal. Weil ich ein bisschen Zeit habe zum Quatschen. Keine Sorge, passt also auch mal wieder. Ja. So, einmal abgeschlossen und damit haben wir diese Quest auch fertig. Ja, das ist also, hier ist halt dann am Ende halt zufällig, ob du dann in den Geheimraum kommst oder nicht. Sodass du dann den tatsächlich relevanten Loot rausbeziehst. Ansonsten, ja, habe ich natürlich nicht. Habe natürlich nicht den Geheimraum gefunden mit dem Main. Das wäre natürlich jetzt relevant und richtig cool gewesen, aber egal. Ja, damit haben wir die Quest auch abgeschlossen. Und damit habe ich quasi die allermeisten machbaren Quests für mich absolviert. Und ich würde sagen, mit diesem Clip verabschiede ich mich fast von dieser Folge. Anmelde-Link in der Videobeschreibung nicht vergessen und Tagge Ghost Codes gibt es auf Discord. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Peace und out.